Gematik präsentiert 2013 auf der Motik ein ganz breites Programm an mechatronischen Greifern, alle nach dem Plattengreifprinzip. Wir haben ein breites Programm an Parallelgreifer, Dreibackengreifer, Winkelgreifer, Radialgreifer, Indexier, Schwenkmodule und Schwenkeinheiten. Alle funktionieren mit 24 Volt Plug and Play ohne Programmierung. Die sind nur bestromt, wenn sie sich bewegen. Alle Greifer haben Greifkraftsicherung. Wir haben jeden Greifer in drei verschiedenen Baugrößen und wir können die innerhalb von wenigen Tagen liefern. Das breite Programm stellen wir hier zum ersten Mal vor auf der MOTEC 2013, nachdem wir im Jahr davor einen kleinen Ausschnitt gezeigt haben. Wir sehen hier jetzt einen Großhubgreifer zum Beispiel. Das Ganze wird ergänzt durch Winkelgreifer, durch Radialgreifer, Schwenkmodule, Indexiertische. Und damit denke ich, haben wir eines der breitesten Programme, die hier auf der Messe vorgestellt werden. Zwei Patente beflügeln uns und geben uns hier einen Wettbewerbsvorteil, die auf sehr leichte Bauweise eben setzen. Also wir beginnen bei Gewichten so ab 150 Gramm. Parallel dazu bringen wir Greifkräfte von 16 Newton, wie gesagt, alle mit Greifkraftsicherung. Das heißt, wenn kein Strom da ist oder die nicht bestromt werden, wird das Teil trotzdem werden. Gematik 2013, MOTEC-Messe, neben unserem breiten Programm an mechatronischen Greifern, zeigen wir hier zum ersten Mal unsere Linearmotor-Module. Das ist eine komplett eigene Entwicklung von uns. Linearmotor integriert mit Führungen, kompatibel, aufeinander abgestimmt. Es gibt Module von 50 bis 200 mm im Hub. Die haben den großen Vorteil, die sind controlleroffen, können also mit ihrem Controller direkt angesteuert werden. Ein Messsystem ist integriert auf Basis Hall-Sensorik und wir haben darüber hinaus dann noch die Option, über magnetisches Messband die Auflösung sehr deutlich zu erhöhen.